2,5, glaube ich, oder? Ich bin Schwarzlippen-Silfi. Nein, was ist das nochmal dran? Wie ein AD-Carry. Du musst das Kite und sowas halt drauf haben. Aber natürlich, ihre Champion-Mechanics sind nicht die heftigsten. Da ging, glaube ich, sag ich aber auch gar nichts, ne? Wäre Jace nichts für dich? Weiß ich nicht. Ich meine, ich probiere ja nur aus. Ich probiere ja gerade echt nur aus. Scheiße, ey, der Real Gangster Wanted. Boosted Animal, danke für den Subscribe. Hoffentlich bist du nicht so geboostet wie ich. Lol, Sublime gönnt sich hier komplett die Abos. Oh, Twitch Prime auch noch. Elektrochemie ist K2-Chemie. Digga, können wir nicht normale Wörter benutzen? Sag mal, Kiel, beste Champion. Ich werde das bestimmt irgendwie nochmal spammen oder sowas. Klar, ich habe einen autistischen Midlaner im Jungle. Die Gegner haben, glaube ich, eigentlich das so viel bessere Team. Lee Sin ist eigentlich mittlerweile scheiße. Gerade im Shaco-Matchup. Weil seine E nicht mehr aufdeckt. Fields Batman. Elektroden und Potenzial und so ein Kram. Okay, ich tu mal nur für dich so, als würde ich es verstehen. Digga, Bruder, du bist richtig schlau, ne? Du machst... Scheiße, ich weiß das Wort nicht mal. Elektroden und Potenzial. Holy shit, Mann. Inten steht für internationales Feeden. Das heißt, wenn du auf anderen Servern am Feeden bist, dann bist du ein internationaler Feeder, ein Inter, so gesehen. Ich probiere halt neu aus, ne, mit Storm Raiders und alles. Das habe ich bei anderen Spielern gesehen. Es gibt einen Kale-One-Trick auf EU. Der ist, glaube ich, sogar Rang 25 oder so. Ich war damals sogar besser als er. Das war aber noch, wo ich Kale noch aktiv gespielt habe. Und er spielt das gerade so, ne? Ich habe jetzt gerade seine Rune Masters kopiert. Aber hier, Leute, ich bin wenigstens Level 7 Kale. Inten extra Fiend. Nein, Inten steht für internationales Fiend. Würdest du es aber nicht cooler finden, so einen Champion wie Victor, der anschlussvoll ist zu One-Trick und mit dem alles zu zerstören? One-Tricken hat nichts damit zu tun, dass du dir den Champion aussuchst, sondern der Champion muss dich aussuchen. Das ist wie mit einer Freundin, ja? Ihr müsst euch gegenseitig aussuchen. Das, oder du gibst ihr 50 Euro für 10 Minuten Aufmerksamkeit, ne? Das geht auch. Aber ich möchte keine 50 Euro investieren. Ein Inder ist dann ein Feeder, der in Indien feedet. Okay, das ist ein gutes Argument. Insane CSing! Oh mein Gott, er hat einfach alle bekommen. Ah, ich bin besser als der Jace, Leute, confirmed. Oh, ich kann nicht nachgucken. Aber danke an wer auch immer gerade subscribed hat. Nice Champion, Kappa. Warte, mein Lee ist gestorben. Wo ist er gestorben? Oh, oh. Ich werde gleich gegankt, oder? Ja. Pot noch nehmen. Ich bin tot. Ich lebe! Oh mein Gott! Jace Knife. Okay, meine Wave steht aber komplett scheiße. Okay, ich tippe mich mal direkt drauf. Ist ein bisschen risky. Mal einen Moment. Ja, okay, Shaco ist gesprungen. Eigentlich wollte ich straight up die Wave einpushen. Danke an wer auch immer gerade auch nochmal subscribed hat. Aber ich glaube, die Wave bounced hier gerade in meine Richtung. Ja, sieht aus wie ein Bounce. Aber ich sterbe nicht, das ist das Gute dran. Okay, das ist ein Bounce. Wichtig ist, wenn ihr gegen Shaco spielt, ihr könnt unten immer das Ding sehen.
den Rauch. Sag mal, trollst du mich? Verpiss dich! Du Drecksspasti, ey! Ich hab's auch verstanden! Digga! Wie kann er mich... Ah, oh, whatever, das war meine Schuld. Ich hätte einfach hinten bleiben sollen. Holy shit, Mann! Top ist jetzt legit over, ne? Ich hoffe, Lee macht irgendwas produktiv. Er ist immer noch während im Level. Er hat im Level. Oh! Da kann Number One Enemy und Travila und viel Subscribes. Vielen Dank, Leute. Mir wurden gerade legit 3 Waves denied und er hat den Bounce in seine Richtung. Da freut man sich doch. Lol. Oh, scheiße. Schon wieder hat er ihn gesehen. Er hat den. Ping mir doch nicht, wenn er nicht da ist. Ah, jetzt ist er da. Oh, whatever. Ich farm jetzt nur noch. Ich gehe jetzt gar nicht raus. Okay, Botlane gewinnt. Das ist fahren. Ich muss mich jetzt nur darum kümmern, dass ich nicht weiter inte. Ja, ich hab doch gesagt, ich inte. Er ist tot. Ich kann hier oben jetzt gerade gar nichts machen. Wenn ich jetzt Pech habe, dive ich nämlich auch noch. Die sind ja beide Level 6, ich bin noch Level 4, Leute. Ich bin richtig unterlevelt. Hä? Als ob der Lee hier oben irgendwas gemacht hätte. Aber ja, die sollten mich allein lassen. Ich muss irgendwie nachgucken, dass ich selbst recover. Und RIP mein Award. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich wieder gegangen. Ich kann aber auch nicht rausgehen. Okay, Jace TP drunter. Oh, die Inten da alle. Geil. Geil. Wupp, wupp. Ich musste mich jetzt ulten, weil jetzt genau die Box geprockt ist. Du dreckiger... Fick dich, ey. Fick dich einfach nur, Schako. Hier ist der Topf. Hör doch auf. Okay. Es ist fein. Es bounced in meine Richtung. Ich wollte auspushen und weggehen. Und er hat schon wieder sein Jump ready. Oh...
Sieht wie weit und in Game und lacht. Ja, keine Ahnung. Lachen hält meinen mentalen Zustand stabil, okay? Aber nicht meine CS. Feels Batman. Ich kann hier nicht rausgehen. Ey, dieser Dreckschako. Warum muss es ein Clown sein, Leute? Legit! Ich werde camp hier. Ja, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ich will Golems machen. Du dreckiges Mischstück. Warte mal, ich hole mir lieber die Boots zuerst. Ich krieg auch gerade gar keine. Okay, wenn die Duo sind, dann ist halt umso schlimmer. Krieg halt gar keine Chance, sie zu recovern. Holy shit, Mann! Wenn der Jace ist, ja, die wollen mich diven. Ey, ich versuche hier echt nur zu halten und nicht zu sterben, ne? Aber es gibt echt Grenzen. Die campen da das Gebüsch, glaube ich. Wie glaube ich? Ich bin gleich wieder tot. Ich mag es auch meine W als zweitens. Ich kann mir nicht mal das Blutchen kaufen. Leute, ich scheiß gerade ein bisschen auf Commentary und alles. Ich muss irgendwie gucken, dass ich das hier wieder hinkriege. Der ist immer noch hier. Der ist immer noch fucking hier. Ja, der ist da. Macht Rip-Off. Scheiß drauf, scheiße, scheiße, da geh ich jetzt gar nicht hin. Meine Botlane ist so hart am Crushen, ich... Ich bleib einfach am Tower, Leute! Legit!
Ich brauche noch ein Level. Ich glaube, Jazz geht aber auch in die Mitte. Ah, oh, schade. Oh, und Rift Herald auf Shaco auch noch. Ja, pass auf, Boys. Das war so greedy von ihm. Okay, fine. Nice. Oh, Rift Herald auch noch auf dem Shaco. Der wird mir so wehtun. Nö, 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 nö. Ich meine, eigentlich halte ich mich ganz fein, ne? Ich hätte vielleicht ein paar Mal nicht. Ich hätte vielleicht einmal nicht sterben müssen. Einmal war unnötig von mir. Oh, Leute, werde ich es auch schaffen, mein erstes Item fertig zu bekommen? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Er hat schon fast ein zweites Item fertig. Ich habe noch nicht mal mein erstes fertig. Zorro, danke für 5 Monate, Mann. Vielen Dank, Digga. Ich weiß nicht, ob ich hier vorgehen kann. Nein, kann ich nicht. AFK pusht halt. Und ich quengel gerade echt viel rum. Habe ich nicht gerade Shaco gesehen? Rip kennen. Versuch erstmal meine Wards an die etwas nicht ganz so wichtigen Stellen hinzubekommen. Weil ich dann dabei quasi so eine Linie aufbauen möchte aus Wards. Ja, wir haben eigentlich ein ziemlich starkes Team. Ich glaube, mein Flash war ein kleines bisschen Overkill. Aber better safe than sorry. Ich muss nur Twitch durchbekommen. Ich brauche noch Gold. So, ich brauche Gold. Warte, können wir Dragon machen? Die haben zwei Tote. Two down. Doch, sollten wir kriegen. Sollte kein Problem sein. Fine. Ich muss auch gleich mein Nährschuss fertig. Power Spike! Wupp, wupp. Warum hat er nochmal versucht, das zu deffen? Er ist tot. Shaco ist da irgendwo. Ich halte lieber hier den Weg hoch. Der Shaco, der Twitcher ihn Rip-Off.
Also mein Team scaled richtig, richtig gut. Gerade auch, weil Twitch so gefeedet ist, den muss ich quasi einfach nur ulten und er rechts klickt. Na, wir bauen jetzt hier unsere Linie aus Vision weiter auf. Ich push dich noch weiter raus. Ich bin sogar nicht ganz fein mit aber den CS. Dass ich jetzt noch 30 CS behind bin. Das ist halt ein bisschen dämlich, die Gegner, die werden, denke ich mal, nicht versuchen wollen zu teamfighten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wichtig ist, dass ich dabei bin. Wir sind nicht gegroupt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, für uns überhaupt zu splitten. Weil ich nicht weiß, wie der Victor auf Dingens reagieren wird, auf Shaco. Penner, egal, fein. Wir dürfen aber, eigentlich sollten wir auf der offenen Fläche kämpfen. Wenn wir in dem Choke fighten, haben die halt voll den Vorteil. Dadurch, dass sie Braum plus Ori haben. Wieso dive er da rein? Er darf da nicht rein. Wir müssen nur für Twitch spielen, sodass er auto-taken kann. Holy shit. Die gehen auch weg. Nein, mein Farm! Twitch! Nein. Warte mal. Okay, ich kann jetzt oben nicht auspushen. Ich kann nicht weiter rausgehen oben. Ich würde dort halt overextenden. Boah, der hat so viel Damage, der Bauer. Okay, Shaco ist nicht hier. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was macht ihr? Holy shit, wir sind alle wieder full life. Ich kann auch keine Sidelane pushen. Nee. Geh aber runter. Ich muss runtergehen. Eigentlich wünsche ich, ich wäre fett genug, dass ich einfach auf das Sidelane gehen kann. Aber ich kann durch den ganzen Camp gar kein 1v1. Bademantel Giveaway? Nee. Sorry, Bro. Der poppt uns so krass runter.
Ist wichtig, dass ich mit Twitch rumgehe. Wenn er lebt, sind die Gegner tot. Leute, fix sie, Bruder! Nice, weg jetzt nicht die Assist-Kale. Nice, einfach nur Flash-Ulti-Twitch. Ah. You don't make it easy by flashing away from me. Einfach weg hier. Ich hab mal sagen, wir drei hier zusammen sind, können wir hier echt eine Menge machen. Da ist Ragebait. Jetzt kostet mich noch gut was. Fies Batman. Ich glaube, ich muss noch eine Wave farmen. Plus Dingens. Plus meine Dorns verkaufen, dann habe ich auch mein Rage-Spiel fertig. Aber ich kann eigentlich nicht viel Auto-Tacken. Ne, ich push weiter. Okay, warte, die fighten dort. Warte. Gott, Rageblade. Warte für mich. Wow, Leute. Endlich. Es hat nur eine halbe Stunde gedauert. 13 Minuten totgekämpft werden. Für ein Rageblade. Das hier noch und dann move ich jetzt zum Team. Okay, die müssen jetzt aufpassen. Ich bin nämlich nicht da. Gerade jetzt auch, wo Twitch kein Flash hat. Nash Recall, let's go. Ah, die haben wahrscheinlich so eine Ori-Shaco-Wombo-Kombo gemacht. Ich glaube nur Shaco ist alleine oben. Okay, na Mann, ich move direkt in die Mitte. Da ist nur zu zweit hier? Ich move jetzt da rum. Können wir nicht Bot gehen? Können wir nicht zu der Bot gehen? Meine Rache, Leute. Ein Auto-Tag, Kappa.
Der Grund, warum sich viele auf Kale Blueport kaufen nach dem Rage Pit, ist einfach nur, du kannst Tower damit auch verdammt schnell melten. Das ist immer richtig nice. Direkt schon mal vorgeultet, dass auch nichts schief gehen kann. Weil das war klar, ab dem Moment, wo Braum seine Ulti macht, wenn die versuchen wollen, den Twitch zu Wombo kommen. Dreckige Wichser, Alter. Dreckige Wichser. Ich hoffe, es war worth it für euch, mich zu campen. Oh, ich soll nicht langsam weggehen. Doch, ich dachte gerade, das ist Jax! Ah, ich komme nicht hin. Okay, ich war nicht in Q-Range. Wieso ich? Wieso geht er von allen gerade auf mich? Da ist ein Lee Sin mit 0 ab. Okay, Jay. Ja, ist fein. Ist okay, top oder bitte besser? Weiß ich gar nicht. Kann ich dir so gar nicht sagen. Insane, er ist Faker. GG, well played. Oh. Oh. Feels fucking Batman. Das einzige, was ich in diesem Game war, war ein fucking Ultibot.